Und willkommen zurück zu Life is Feudal. Wir bauen noch unsere Belagerungswerkstatt. Da fehlen jetzt noch ein paar Stämmchen. Genauer gesagt, 8 an der Zahl. Und der andere Kleinkram. Die 2 Bäume werden wir fällen. Langsam aber stetig geht's mit dem Holzfällen hoch. Ja, das sind jetzt die letzten knapp 2 Punkte, bis wir den Skill auf 100 haben. Für die Türen brauche ich, glaube ich, Hartholzbretter war das. Ja, 9 Stück an der Zahl, wenn ich mich recht entsinne. Also langsam geht dem Herr auch die Puste aus. Dieses schwer beladene Hin- und Herrennen, das schlägt ganz schön auf die Kondition. So, noch 5 Stück. So, noch 2. So, 2 Balken und dann brauchen wir Bretter für die Türen. Ich bin hungrig. Interessant. Vier Bretter können wir tragen noch. Ja, das ist genauso viel Platz wie auch ein Baumstamm braucht. Mal gucken, wie viel wir hier rauskriegen.
18 Brettern sieht es gerade ganz gut aus. Gefühlt habe ich das auf jeden Fall mehr wie 18 Bretter. So, die Stämme wären fertig. Bretter lagern wir hier mal kurz ein. Das dauert zu lang. 16. Ja, verflixt. Ja, hat aber gereicht. Das passt perfekt. Meine Herren. Ich will es doch nicht untersuchen, ich weiß, dass es ein Sack ist. Ja, mein Ausdauerbalken ist gleich komplett leer. So, 20 Metallbänder. Ich glaube, da geht unser ganzes Eisen drauf. Das brauchen wir noch. So, Softwood Boards. Gut, bevor wir jetzt irgendwas anfangen, müssen wir ihm erstmal eine kurze Pause gönnen. Einmal kurz vollfuttern und mal ein bisschen hinsetzen. Die Zeit nutzen wir dann mal gerade und gucken mal ein bisschen auf dem Marktplatz rum.
Ich glaube, das reicht jetzt nicht. Das kann ich nicht mehr essen, ne? Nee. Okay. Gucken wir erstmal bei den Handelsmissionen. Was haben wir denn hier Schönes? Nichts, was es uns weiterbringen würde. Okay. Wie sieht's denn hier mit den Sachen aus? So, Lehmhandelsmissionen müssten wir mal ein bisschen ein Auge drauf halten. Wäre, glaube ich, nicht schlecht. Weil das ist doch recht teuer noch. So, ist nur unter Rohstoffen. Achso, das Wasser. Wäre eine Überlegung wert. Müssen wir nicht so oft runtertappen, solange wir einen Brunnen noch nicht haben. Achso, Erze haben wir genug. Sind aber auch noch genug da. Okay, das ist jetzt für uns erstmal irrelevant. Wie sieht's denn hier mit den Bahnen aus? Kupferbahn. So. Holz. Na, guck mal da. Building Logs hat es nochmal einige gegeben. Aber der Preis ist immer noch gut. Okay, da ist es natürlich deutlich weniger. So, veredeltes Holz. Was haben wir hier noch Schönes? Massig an Handels. Wofür braucht man eigentlich diese Little Boards? Gibt es da, glaube ich, noch nicht wirklich viele Rezepte für. Fenster könnten wir uns auch kaufen. Aber da wir die Materialien haben, ist es eher nebensächlich. Gucken wir mal nach dem Essen. Wie sieht's denn da eigentlich aus? Ich glaube, Essen kochen ist aktuell eher noch was, womit man Geld machen kann. Mit dem Einkaufen. Ja, also hier bei den richtig guten Sachen. Haben wir absolut nichts vorrätig, selbst bei vielen, ne? Oder? Fischcakes. Stuffed Rabbit, das ist ja das, was wir so die ganze Zeit futtern. Feldfrüchte. Was haben wir denn hier Schönes? Honig wäre nochmal eine Idee, dass wir uns nochmal Honig holen. Äpfel gibt es aktuell auch recht viele. Und für einen Preis von 2 Kupfermünzen könnte man sich das Ganze tatsächlich mal überlegen. Also an Feldfrüchten gibt es nicht wirklich viel. Flachs ist auch irgendwie so
Mangelware. Wie sieht's denn mit den Stoffen aus? Seile. Na gut. Genug gerastet. Aufstehen. Kannst du noch mal was essen? Und dann geht's an die Arbeit. Also aktuell, Holzwirtschaft lohnt sich doch noch recht gut. Da. Ich brauche den Hammer, den habe ich ganz vergessen. Die Sichel brauche ich jetzt erstmal nicht. Da ist ja noch Kohle drin. Ach, vergessen anzulegen. Das ist echt was, das werde ich nie lernen. Ach, der macht das ja automatisch. Weiß ich noch nicht mehr, wie viel wir für die Türen brauchen. 20 fürs Haus. Eine Tür brauchen wir. Gut, da wir ja jetzt 30 Stück herstellen, sollte das reichen. Also Autocraft ist echt schon was Entspanntes. Einmal klicken, um was zu trinken holen. Brauche aber, glaube ich, für die Türen drei Zutaten. Bretter, diese Metallbänder. Brauche ich da auch noch Nägel? Ach ne, ist Schloss. Und ich brauche dieses komische Toolkit. Den Hammer brauche ich jetzt erstmal nicht mehr. Das war's, ne? Schreinerkasten, ja.
2, genau, für die Fenster. Weichholzbretter. Warum habe ich jetzt zwei Türen gebaut, Strottel? Na gut, haben wir nur eine auf Lager. Schadet ja nichts. Das habe ich den Werkzeugkasten weggelegt. So, fehlen jetzt nur noch die Seile. Braucht noch 6 Minuten. Bevor wir es vergessen. Sind, glaube ich, 6 Stück drin, keine 12. Okay.
Sind doch 12 drin. Na dann. Und dann haben wir aber ordentlich Bäumchen. Dieser Farbwechsel ist komisch. Oh, was haben wir denn hier? 90er. Mal Glück gehabt, das war. Ja, Forstwesen, Eiche pflanzen. Herrlich, jetzt haben wir einen 90er. Hat sich echt gelohnt. Aber wir wollten ja, oder ich wollte noch schnell ein paar Äpfel holen. Sieht so aus, als hätte er Äpfel, ja. Das müssen wir unbedingt hier ein wenig entzerren, das ist nicht schön zu ernten. Da ist aber ein Apfel dran. Zum Glück gibt es das, dass er aufleuchten. Ansonsten würdest du dir hier echt. Würdest du hier echt die Krise kriegen. Wir haben noch gar nicht geguckt, ob es ein Schwein hier gibt. Ah, verdammt. Ja gut, hat ja noch mal einige gegeben.
dann lohnt es sich demnächst nochmal die ganzen zu Saft zu verarbeiten. Achso, Moment mal, man könnte sich nochmal was zu essen mitnehmen. So, wie sieht's denn aus hier? Na, müssen wir nochmal Wasser holen für die nächste Tour, aber es ist eh nicht mehr viel. So, Spinnrad verwenden und so, ich denke mal, wenn die andere Tour jetzt noch eingekocht ist, dann müssten wir es mit dem Seil soweit haben. Ja, das hier reicht nicht ganz. Oh, hoppla, wir sind am Ende einer Folge. Das heißt, wie es dann weitergeht, seht ihr dann in der nächsten. Da sollten wir es dann hinbekommen, dass wir dann unsere Belagerungswerkstatt fertig bauen. Und dann gucken wir mal, was wir denn alles für Material brauchen, um die Belagerungssachen zu craften. Und dann werden wir uns dahingehend mal spezialisieren, würde ich ja fast schon sagen. Gut, wenn es euch gefallen hat, schaltet beim nächsten Mal wieder ein. Und bis dahin, tschüss!